Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier mit dem Franklin noch in seiner Hood, kann man sagen. Also da in seinem Revier oder in seinem alten Revier. Jetzt ist es ja eigentlich nicht mehr so sein Revier. Aber wir sind ja voll eigentlich im Ghetto. Und ja, in dieser Folge machen wir mal gemütlich einen Triathlon. Das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Und jetzt müssen wir doch schon kurz den Karren mücken hier. So. Boah, shit. So, danke schön. So, voilà. Dann fetzen wir jetzt mal schnell kurz den Triathlon runter. Aber schnell kurz markieren. Hast du gerade beim Los Santos Custom. Und ja, dann machen wir mal einen Triathlon. Mal ein bisschen etwas anderes. Mal eine Nebenmission, nicht nur eine Hauptstory die ganze Zeit. Ja, weil wir haben jetzt schon noch zwei, drei Sachen, die wir könnten noch erledigen nebenbei. Also heisst Nebenmissionen. Darum machen wir das jetzt mal noch schnell. Voilà. So, also sind wir da. Der wird irgendwo da hinten sein. Genau, dort unten ist er. Und dann machen wir doch mal einen Triathlon. Ich finde die Amis immer noch witzig, das hat sie schon in San Andreas hat sie das schon gegeben. Oder dort hat es einfach nur einen gegeben, hier in GTA 5 gibt es ja 5. Nicht 5. 3 Stück meine ich. Hey, name on the dotted line, please. Yes, I'm doing this. Woohoo! What is the problem? I like pushing myself to the limit. So, also gut, dann machen wir hier den Triathlon. Hoffentlich kommt das gut. Ich weiß gar nicht, wie hoch das die Ausdauer ist von Franklin bei mir jetzt da. Also 100% ist sie, glaube ich, sicher nicht, aber sie ist sicher mit Abstand am höchsten gegenüber von Michael und dem Trevor. Und ja, jetzt müssen wir jetzt schwimmen, dann Velo fahren und dann nachher noch säckeln. Oh, die haben voll den Frühstart gemacht hier. Also, jetzt legen wir los hier. Ich hoffe einfach, man hört, wenn ich die X-Taste so richtig am durchhämmern bin, nicht so laut im Mikrofon. Ich habe jetzt mal einfach den Controller ein bisschen wieder weiter weg. Also, volle Ausdauer haben wir nicht, weil das Bauchchen geht schon relativ schnell runter. Der Triathlon hier ist jetzt aber ja nicht gerade der längste, er ist ein relativ kurzer. Der dritte ist ultra lang. Und vorne ist schon das Ziel für das, wo wir schwimmen müssen, oder für den Schwimmteil. Es ist jetzt hier also ein bisschen noch Kopf an Kopf. Die Paare sind zwar ganz weit hinten. Ich hoffe, dass die Ausdauer reicht vom Schwimmen her, weil wir kriegen dann ein bisschen wieder etwas über an Ausdauer, wenn wir das Ziel erreichen. Aber ich glaube, das sollte schon gerade noch so knapp reichen. Schneller, come on. Oh, shit, das wird langsam ein bisschen knapp. So, wir sind Zweite. Jetzt habe ich auch geschaut, kurz so ein bisschen joggen. Jetzt haben wir ein bisschen Ausdauer bekommen. So. Also, let's go. Fetzen wir da. Oh shit, sorry. Den habe ich vorhin. Tobu läuft auch vor das Velo her. Und jetzt müssen wir Velo fahren. Velo fahren, da können wir, glaube ich, uns einigermaßen noch ein bisschen erholen. Also ich hoffe es jetzt einmal. Ich tue jetzt extra nicht schnell X drücken oder wiederholt X drücken, weil sonst kollabieren wir hier noch auf dem Velo. Ich werde es schnell ein bisschen auffüllen lassen und dann nachher beim Säckeln dann. Oh Scheiße, jetzt müssen wir doch wieder ein bisschen Gutzi geben hier, dass wir wieder ein bisschen aufholen. So. Ich hoffe einfach, dass ich beim Säckeln aufholen kann. Ich hoffe einfach, dass sie beim Säckeln nicht so extrem schnell sind. Jetzt gebe ich aber schon wieder ein bisschen Gas mit dem Velo. Wir haben jetzt wieder eine halbe Ausdauer voll dort. Oh shit, jetzt kommt das Velo. Ah, jetzt hat es aber schon wieder gefüllt. Und jetzt immer Säckeln. Los, 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 los. Wir haben einen guten Vorsprung.
könnten wir eigentlich schaffen. Ich hoffe einfach, dass die Ausdauer so lange reicht. Extra da ein bisschen Kurven schneiden. Wobei ich tue jetzt schon ein bisschen joggen, ein bisschen langsamer zum Ausdauer wiederholen. Weil sie sind jetzt noch ein bisschen weiter hinten gerade. Und nachher kann ich immer noch wieder, wenn ich ein bisschen mehr Ausdauer habe, wieder ein bisschen Gas geben. Sprich, ich lasse jetzt joggen bis zu dem Checkpoint hier. Und jetzt gebe ich wieder Gas. Vorne ist eh gerade das Ziel, das sollte ja noch länger. Zieh Franklin! Ja, das schaffen wir aber jetzt da. Sollte kein Problem sein. Ja, ja, das schaffen wir. Ohne Problem. Da haben wir hier unseren Triathlon schon gewonnen. Yes! Völlig auf der Schnurre. Und haben wir Gold geholt, aber weil wir halt natürlich erst geworden sind, beste Liste. Global, ich werde jetzt mal schauen, kurz schauen, was so eigentlich so die beste Zeit ist weltweit. Wahrscheinlich irgendwie so 2 Sekunden oder so. Acht Sekunden, macht Sinn. Macht Sinn, aber von der freundlichen Liste bin ich auf Platz 1. Sehr geil. Habe ich jetzt sogar die beste Zeit gemacht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe zwar schon ein paar Mal den Triathlon gemacht, aber dann habe ich die beste Zeit geholt. So. Gut, also. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine andere Nebenmission schnell. Wir sind jetzt so bei rund etwa so 6-7 Minuten sind wir ja jetzt. Dann machen wir doch noch eine andere Nebenmission. Und zwar, ich habe gesehen, es geht eine Mission mit dem Barry wieder, aber ich glaube, sie ist jetzt da nirgendwo vermerkt. Ja, dann gehen wir doch am besten sonst schnell. Oder was könnten wir nochmal machen mit dem Franklin? Was haben wir noch nie gemacht? Schussstand, ja, ist jetzt weniger interessant, sage ich jetzt einmal. Wir gehen doch einmal, ja komm, wir gehen mal hierher zu dem Fragezeichen und machen dort mal die Nebenmission. Ich wüsste jetzt eben nicht, was das für eine Quest könnte sein. Oder für eine Mission. Wir fahren jetzt mal einfach dort rauf und dann sehen wir es ja dann gerade. Wow! Okay! Haben wir da mal einen schönen Flug gemacht über den SUV rein. Habe ich glaube ich auch schon lange nicht mehr fertig gebracht. Wahnsinnig weit bin ich auch nicht gefahren. Aber jetzt fahren wir zu dem Fragezeichen und schauen mal, was dort für eine Nebenmission startet. So, also wir sind da. Ah, das ist die Paparazzi-Mission. What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, 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 whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. What the fuck you talking about? Whoa, hey, look, I saw a quarterback lose, man. And you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I just didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. But why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck! Them! Fuck them! They're not magic! No, no, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh shit! Oh my god, it's Miranda! Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Because she's a fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh no, we can make boku bucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Come on! What the fuck is wrong with me? Okay, jetzt müssen wir mit dem verrückten Typ sozusagen umeinander fetzen. Und jetzt, der wird ja Fotos machen. Oh shit. Ups. Logisch haben wir gerade Schmier. Nur wegen dem habe ich gerade Schmier bekommen.
man? Homewrecker! Harlot! You ruined his life! Now make my day. What? I don't believe it! She's slamming a speedball in there, man! This is journalistic gold! You're an angel! Oh, mach noch mehr Fotos da. Die Limo packt ein bisschen neben mir da, also sie stockt immer so leicht. Wow! Wow, 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 jetzt gibt er aber Gas. Wieso fährt er darf nicht schneller? Ich kann sie gar nicht einholen. Wow! Ja doch, ich bringe sie lieber gerade um, geht schneller. Hänge die Bullen, aber okay, das müssen wir jetzt auch noch machen, ja, aber das wird jetzt so wahnsinnig schwierig sein. Okay, jetzt sie wahrscheinlich nicht dürfen gerade umschiessen, aber ja, why not? Ich meine, Paparazzi weniger, oder? Ist gut für ihn, besser für sein Business. Aber der Töff fährt so langsam. Wieso auch immer. Wow, wow, wow! Shit! Verdammt! Alter, wie der geflogen ist, ey. Shit! Schau, komm mit deiner Kamera. Hoffentlich ist es nicht kaputt gegangen. Also. Wieso brauchen wir so lange, bis wir einen Stern wieder verlieren? Ist eben so komisch manchmal in diesem Game. Ein Stern verlierst einfach. Ist einfach schwieriger als 5 Sterne verlieren irgendwie. So, jetzt. Also wenn wir da wieder zurückfahren. Hoppala. Gold kriegen wir sicher nicht über dieser Mission, weil ich umgekehrt bin, ist es cool. Ah, oh, der fährt so langsam! Ich gebe Vollgas permanent, aber irgendwie fährt er einfach nicht schneller. Fährt echt schneller so. Naja, auch nicht. Wheelie bringt manchmal ein bisschen etwas noch. Ja, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Aber, ja, bringt auch nicht viel. Alright, homie. It's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, hey, hey! Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth! Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Gut, also dann haben wir die Nebenmission abgeschlossen. Silber, voll erwischt. Keine Ahnung, was das damit gemeint ist jetzt wieder. Aber ja, haben wir nur Silber geholt. Und dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von GTA 5. In der nächsten Folge gehen wir dann zum Michael. Da haben wir ja eine Mission. Wahrscheinlich für seine Filmpremiere. Weil wir ja dort so noch Kleider, zum Kleiderladen müssen gehen. Ja, dann wär's das gewesen mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich das Video teilen und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Teil wieder. Bis dann, sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!